Oh. Sie gehören nicht mehr hierher. Peppa Gomez. Können Sie uns denn nicht einfach in Ruhe lassen? Erzählen Sie mir von den Rebellen. Diese Kinder bringen unsere ganze Welt in Gefahr, nur weil sie sich langweilen. Das ist schrecklich. Was ist unten passiert? Die Kinder waren schrecklich, aber meine Familie hatte Glück. Doch dann hat sich mein Freddy diesen bescheuerten Rebellen angeschlossen. Hä? Ja, unbedingt. Mein Freddy? Hat der geheiratet? Und da steht sie nicht... Naja, toll. Da steht sie leider nicht zu seiner Meinung. Das ist natürlich traurig. Aber so ist das halt auch mal. Gut, hier unten ist eigentlich gar nichts außer dieses Mädchen. Oder Frau, kann man sie ja nicht nennen. Aber anscheinend gehört die auch zu den Rebellen, sehr strange. Aber redet nicht wirklich gerade gut über die. Ich möchte in Ruhe gelassen werden. Ellen Doloria. Sie sind erneut zurückgekommen? Das ist eine Bande von Rotzbengeln. Bei denen bin ich mit meinem Latein wirklich am Ende. Ach so, also es ist der Gegenpart hier. Was ist hier unten passiert? Meine Erinnerung ist lückenhaft. Sie haben mir wohl das Leben gerettet. Erwarten Sie aber nicht zu viel. Ihr Vater war schließlich an allem schuld. Was soll denn sowas? Ja, unbedingt. Sie gehören nicht mehr hierher. Oh. Ja? Das ist zu mir zu verqueren, nee. Officer Gomez ist wohl auch der Meinung. Aber gut, das ist mir egal. Wer ist denn hier schon wieder tot? Chip Taylor. Warum gibt es hier so viele Tote? Hä? Was geht das hier denn? Okay. Ach ja, hier war ich ja kurzzeitig gewesen. Aber ich quatsch mal noch mit ihm, check hier, und dann, ist ja total zugemüllt hier alles. Sie gehören nicht mehr hierher. Wally Mac? Oh Mann, auf Sie wartet jede Menge Ärger. Was erwarten Sie denn von solchen Idioten? Ich bin nur froh, dass ich Butchs blöde Bande verlassen habe, bevor das alles angefangen hat. Sie hätten meinen Papa sehen sollen. Er hat den alten Stanley gerettet. Sie verstehen aber sicher nicht, wie es ist, einen Helden zum Vater zu haben. Ja, unbedingt. Officer Mac. Naja, der war ja der Arsch. Dass er sich natürlich dann wieder so benimmt, war ja klar gewesen. Okay, wir gehen jetzt mal zum Aufseher. Ist hier ein Untergeschoss? Darf ich nicht lang? Aha. Ach ja, okay, alles klar. Ah, lass mich durch, Dicker. Ach so. Wollten Sie etwas sagen? Nein, 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 ich wollte nichts. Ich laufe hier gerne nur 50 Mal durch die Türen durch und geht. Schnauze. Steht da. Jetzt kommen wir erstmal in die Labore. Sie hätten nie gehen dürfen. Jetzt werden wir dafür sorgen, dass niemand mehr aus der Vault rauskommt. Hey! Hast du mich wirklich traurig gemacht? Junge, was machst du hier? Ich musste nicht mal was machen. Gefängniszellen-Kennwort. Na, das nehmen wir doch gerne mal mit. Warum auch immer der so aggressiv gleich reagieren musste. So, wen haben wir denn da gefangen?
Weiß man, nehmen wir uns die ganze Munition hier mit, wa? Was war das? Ach, nur ein Knüppel. Da hieß es nochmal dabei. Kann ich mit denen sprechen? Durchschnittlich verschlossen. Oh, zwei Stimpacks nehmen wir mit. Sind wir vertraulich. Vertraulich, nur für Personen mit höchster Sicherheitsbefugnis. Von höchster Officer, betreff Überfall auf Rebellen. Angesichts der erhöhten Aktivitäten rebellischer Elemente bin ich zu dem Schluss gekommen, dass wir es uns nicht länger leisten können, diesen Abschaum der Menschheit gegenüber Gnade walten zu lassen. Obwohl einige weiterhin auf eine friedliche Lösung zu hoffen scheinen, ist es nur eine Frage der Zeit, bevor sie beschließen werden, uns direkt anzugreifen. Oder, was noch schlimmer ist, unsere Familien. Ich schlage vor, ihr Gelände von Mitternacht zu überfallen. Mit scharfer Munition und ohne jede Gnade. Statuieren sie an den ersten beiden Rebellen, die Widerstand leisten, ein Exempel, damit sich die übrigen ergeben. Wir werden zwar vielleicht ein oder zwei Leute verlieren, aber dadurch die Vault als Ganzes retten. Und das ist es, worauf es letztendlich ankommt. Sie dürfen weder den Aufseher noch eine der zarter beseiteten Sicherheitswachen von diesem Plan in Kenntnis setzen, da diese lediglich Einwände erheben und unseren Untergang besiedeln würden. Wenn die Sache über die Bühne gegangen ist, werden die schon begreifen, dass es den hohen Einsatz wert gewesen ist. Wir werden diesen Abschaum zeigen, was passiert, wenn man in unserer Vault aus der Reihe tanzt. Oh. Mal gucken. Überfallpläne. Wer ist denn das? Mr. Botch, der lebt auch noch. Lange nicht gesehen. Ich schätze, der GUAT-Test hätte nicht vorhersehen können, was aus Ihnen werden würde, nicht wahr? Nee. Erinnern Sie mich daran, eine Frage zur Rettung Ihres Lehrers aus dem Vault-Gefängnis hinzuzufügen, falls sich die Vault je wieder normalisiert. Übrigens, während ich dort war, hörte ich von den Wachen beunruhigende Dinge. Ja, ich hab's gelesen. Was haben Sie von den Wachen gehört? Ich habe die Wachen über einen Plan sprechen hören, Amata und den Rest von uns zu überfallen. Sonst habe ich nichts gehört, aber ich glaube, er hat es auf dem Sicherheitsterminal gelesen. Vielleicht finden Sie da mehr. Das bedeutet nichts Gutes. Erzählen Sie mir von den Rebellen. Die meisten von ihnen sind nur Kinder, die sich in die Idee verrannt haben, die Welt sehen zu wollen. Um zu überleben, müssen wir die Vault öffnen. Wenn wir das nicht tun, werden wir hier unten immer weniger werden, bis alles zu spät ist. So ist es. Und vor allem würde auch alles andere zugrunde gehen hier drinnen. Was ist hier unten passiert? Es war ganz schön schlimm. Viele geben ihrem Vater die Schuld, aber ich weiß, dass das keine Absicht war. Werfen Sie ihm und sich selbst nichts vor. Tue ich nicht. Pass hier unten gut auf dich auf. Ah ja, ich hab eine... Fleischklumpen mit einer dicken Waffe bei mir. Ich muss nicht mal meine eigene zünden. Der eine hat vorhin nicht mal Schaden an mir gemacht, so wirklich. Der Geschoss. Da komme ich zum Aufseher. Ich will mal ins Untergeschoss. Ich denke mal, hier kann ich in die Lüftungssysteme oder so rein, wa? Zu den Lüftungssystemen. Wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Oder bin ich jetzt hier schon bei den... Wie wär's damit, uns einfach in Ruhe zu lassen? Es ist schon genug. Ach, sei doch ruhig. Alles gut, es ist nur da, wo wir vorhin schon waren. Schön, dass wir uns wiedersehen. Also den, der wird wohl einer der Anführer mit sein hier von den Rebellen oder so. Warum zumindest ihn, warum sie den gefangen genommen haben. Hat ja keinen Sinn. Wir müssen schon allein deswegen die Vault aufmachen, weil sie keine Ärzte mehr haben. Was war, hä? Das macht gar keinen Sinn. Geld. Schön, dass sie mal die wieder alle befüllen hier. So, wo geht's? Da geht's, glaube ich, zum Aufseher.
Und hier ist nochmal die Wohnung des Aufsehers. Büroschlüssel des Aufsehers. Ist das verschlossen gewesen? Ja, das ist ja das Zimmer von Amata. Ah, klar. Die nehmen wir doch. Wie ich sehe, sind Sie zurückgekehrt. Haben Sie den Staub und die Ruinen des Ödlands satt und die Suche nach Ihrem Vater aufgegeben? Sie wollten sich wohl einfach wieder reinschleichen. Tja, da haben Sie allerdings Pech. Sie haben in dieser Vault keine Zukunft mehr. Sie sind verdorben. Verdorben? Sie sind die Drecksau, die Jonas ermordet hat. So wie es die Vault... So wie sie die Vault leiten, wird's für niemanden eine Zukunft geben. Schluss mit dem Geplänke. Ich interessiere mich einfach nur für Ihre Meinung. Genau in diesem Punkt irren Sie sich, junger Mann. Indem ich diese Vault abriegle, schütze ich die Zukunft Ihrer Insassen. Ich schützte Ihre Zukunft auch, als ich in jener Nacht, in der Sie und Ihr Vater uns verließen, diese unangenehmen Entscheidungen treffen musste. Ich wünschte nur, ich hätte Ihren Vater aufhalten können, bevor er ging. Wenn jemand die Schuld an diesen Unannehmlichkeiten trägt, dann er. Versuchen Sie nicht, Ihre Morde und Lügen rechtzufertigen. Es gab nie Drohungen. Was heißt hier künftiger Erfolg der Vault? Haben Sie irgendeine Ahnung, warum mein Vater überhaupt die Vault verließ? Ich habe nächtelang genau über diese Frage nachgedacht. Er hat es mir jedenfalls nicht gesagt, bevor er ging. Ich mache mir Vorwürfe, denn ich hätte ihn erst gar nicht in unsere Heimat hineinlassen sollen. Am Ende hat er ja auch sein wahres Gesicht gezeigt. Wäre er in der Reinheit unserer Vault aufgewachsen, hätte Ihr Vater den wichtigen Dingen im Leben vielleicht mehr Wert beigemessen. Im Grunde ist es gut, dass er uns verließ. Wir dürfen nicht zulassen, dass die letzten reinen Menschen durch Leute dieses Schlags verdorben werden. Zumindest hat sich mein Vater nicht dauernd vor der Welt draußen versteckt. Ja, er war ein Vollidiot, stimmt. Ohne ihn sind wir alle besser dran. Sicher. Aber er ist auch nicht das Risiko eingegangen, sie nach draußen mitzunehmen. Hat er sie vielleicht deshalb hier zurückgelassen? Wollte er sicherstellen, dass sie an einem Ort aufgehoben sind, an dem sie geschützt sind? Und später haben sie wie ein Vollidiot das größte Geschenk weggeworfen, das er ihnen je hinterlassen hat. Ich glaube, ich habe die Lösung. Nee, wissen Sie, das ist mir egal. Lassen Sie mich gehen und ich... Nee, bla bla bla. Die Rebellen sind verärgert, weil sie bezüglich der Außenwelt belogen haben. Die müssen begreifen, dass wir das getan haben, um sie daran zu hindern, nach draußen zu gehen und umzukommen. Ich hab's getan, damit sie nicht denselben Fehler machen, den unsere Generation in ihrem Alter gemacht hat. Manche von uns haben damals ihre lieben Freunde und Verwandte verloren. Wir werden nicht noch mehr Leute verlieren. Ja, weil sie draußen geblieben sind. Ich glaube, ich habe die Lösung dafür, die Probleme. Nee. Ach, das ist ja doof. Sie wollen die Suppe auslöffeln, die Sie uns eingebrockt haben? Na, dann schießen Sie mal los. Ich werde die Rebellen stoppen lassen. Lassen Sie mich kurz mit Ihnen sprechen. Nee, die Rebellen haben recht. Sie müssen die Vault öffnen. Ich schulde dir noch was wegen Jonas. Nein, jetzt schweig und stirb. Du. Eigentlich bin ich mir doch nicht sicher. Weiß gar nicht, kann ich mit... Nee, ich will das hier. Stopp, nee, das hier. Die Rebellen haben... Ach, die Rebellen sind also im Recht? Was bilden sie sich ein, uns vorzuschreiben, wie wir die Leute in der Vault schützen sollen? Sie haben einfach nicht genug Leute, um hier unten für immer isoliert zu bleiben. Ja, das ist das Problem. Ihre Sicherheitskräfte sind außer Kontrolle. Sie wollen die Rebellen überfallen.
Aber das könnte man auch nutzen, aber ich denke mal, das hier reicht aus. Ich gebe zu, dass unsere Zahl in den 200 Jahren seit dem Krieg geschrumpft ist. Aber unser Genpool reicht noch für einige Generationen. Oh Gott, Sie haben tatsächlich recht. Wir werden höchstens noch weitere 100 Jahre überleben, selbst wenn wir von draußen Vorräte bekommen sollten. Wir sind die letzten reinen Menschen. Und jetzt sind wir dem Untergang geweiht. Huch, scheiße, sorry. Menschen sind mehr als Gene. Menschen sind sein. Mensch sein heißt nie die Hoffnung aufzugeben. Der einzige Zweck der ihrer Void war die Lebenserhaltung ihrer Bewohner. Das ist. Ja. Ich wünschte, ich könnte Ihren Optimismus teilen. Aber ich glaube, Sie haben auf Ihre geschwätzige Art irgendwie recht. Auf meine Art ist die Mission unserer Vault nicht zu retten. Aber indem ich die Kontaktaufnahme zur Außenwelt zulasse, kann ich Ihre Insassen retten. Doch ich bin nicht geeignet, sie dabei zu führen. Ich trete als Aufseher ab und werde Amata sagen, dass ich sie für einen geeigneteren Anführer halte. Achtsamkeit bedeutet Sicherheit. Sehr schön. Haben wir es doch gut geschafft. Oh Mann, wieso rennt der denn so schnell? Ich will auch so schnell sein wie er. Wo ist denn der jetzt lang gegangen? Kann ja nur hier lang gegangen sein. Oh, hätte ich doch runterspringen können. Das war jetzt der falsche. Ach verdammt, bin ich jetzt richtig? Ich weiß nicht. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich lang gehe. Sie gehören nicht mehr hierher. Oh, leck mich doch am. Nach einer Unterredung mit eurem Freund habe ich eine wichtige Entscheidung getroffen. Ich bin in meinen Bemühungen, für Sicherheit zu sorgen, vielleicht etwas übereifrig gewesen. Es wurden Menschen um ihr Leben betrogen und sogar umgebracht. Und indem ich für deinen Schutz sorgte, hinderte ich dich daran, erwachsen zu werden. Ich weiß, dass ich diese Fehler gemacht habe. Und wenn es nötig wäre, würde ich sie wieder machen. Darum kann ich nicht euer Aufseher bleiben. Vater! Amata, ich ernenne dich hiermit zum neuen Aufseher. Du hast bewiesen, dass du zum Wohl der Vault schwierige Entscheidungen treffen kannst. Es tut mir nur leid, dass ich das nicht schon früher begriffen habe. Betrachte das als einen von vielen Fehlern, die ich gemacht habe. Danke, Vater. Ich werde mein Bestes tun, um innerhalb und außerhalb der Vault für die Sicherheit aller zu sorgen. Keine Ursache, mein Schatz. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich bin sehr erschöpft. Wir werden uns bald unter vier Augen mit den Einzelheiten befassen. Aber jetzt brennen sicher ein paar Leute darauf, dir zu gratulieren. Schön, Sie zu sehen, Susi. Wie wär's damit, uns einfach in Ruhe zu lassen? Es ist schon genug. Um was geht's? Blablabla. Ja, unbedingt. Mit Miss Palmer im selben Zimmer festsitzen? Sie sind am Leben. Ja, das war's schon. Schön, dass wir uns wiedersehen. Ich habe eben gehört, dass mein Vater als Aufseher zurücktritt. Er sagt nicht warum, aber es hat wohl etwas mit dem zu tun, was du ihm gesagt hast. Ich hatte gerade ein klärendes Gespräch mit ihm. Alles sehr zivilisiert. Du und er? Eine ganz normale Unterhaltung? Ich ahnte ja, dass sich das Ödland verändern würde, aber damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Aber ich denke, wir werden jetzt alle bald etwas über die Außenwelt erfahren. Als neue Aufseherin habe ich vor, die Vault für immer zu öffnen. Es ist ein heller neuer Tag für die Vault. Aber ich fürchte, eine Sache muss geändert werden. Was immer es ist, ich helfe gerne. Ich weiß, dass du helfen willst. Und danke dir im Namen der Vault für alles, was du getan hast. Aber viele geben dir nach wie vor an allem die Schuld. Also muss ich dich bitten zu gehen. Es tut mir leid, aber die Situation hier ist zu heikel. Du kannst nicht bleiben. Bitte, wenn du der Vault wirklich helfen willst, musst du gehen. So ein Blödsinn. Ich habe die Vault gerettet und du schmeißt Nein, mich raus? Das stimmt nicht.
Aber wenn du bleibst, entstehen nur noch mehr Probleme. Die Vault kann keine Machtkämpfe verkraften. Uns bleibt keine Wahl. Es wird lange dauern, bis wir bereit sind, nach draußen zu gehen. Doch wenn die Vault sich wieder stabilisiert hat, sehen wir dich draußen womöglich. Vorerst müssen wir uns Lebewohl sagen. Hier, es ist zwar nicht viel, aber nimm es bitte als Andenken an uns. Mit etwas Glück sehen wir uns wieder. Modifizierter Servicearbeiter Overall. Herr Toll, den brauche ich jetzt gar nicht mehr. Die Rücke überrascht mich völlig. Tschüss und alles gut. Tschüss. Und Dings ist jetzt. Schade, dass wir uns verabschieden müssen. Viel Glück da draußen. Das wird schon. Butch kann doch jetzt auch gehen. Kalt bedeutet sicher. Wieder einer weniger. Und jetzt raus. Oh Mann. Okay, ich weiß jetzt gerade nicht, wo geht's raus? Reaktor? Upper Level? Ich glaube, Upper Level muss ich irgendwo mal. Oh Gott, ey. Ich weiß es gerade nicht, aber ich glaube, das ist richtig. Nein, das ist verdammt nochmal falsch gewesen. Aber ich komme ja über sein Büro auch raus. Also von daher. Ich kenne ja sein Geheim. Oh. Er ist gerade nicht da. ist ja gar kein Diebstahl. So. Bericht über externe Kontakte ansehen. Das kennen wir alles schon. Tunnel des Aufsehers öffnen. So. Dann nehmen wir den Weg jetzt mal nicht raus hier. Ein schönes. Nicht hier. Steven Armstrong, den hatten wir ja schon. Schleimhaufen? Ach, eine Rettkakerlack. Habe ich ja eliminiert. Stimmt ja. Geh mir aus dem Weg. So. Das Geile ist, gehe ich raus. Schade, ich dachte. Wird die Vault wieder geschlossen? Nein! Ihr Arschlöcher! Nein! Ich will noch rein! Okay. Tja, das war's. Wir haben dann gleich mal das Passwort wieder geändert. Ey, das ist nicht dein Ernst. Das sind ein paar miese Schweine. Naja. Irgendwie kennen wir das hier doch schon mal. So, damit hätten wir das jetzt auch erledigt. Na. Ja, als nächstes geht's zur Hauptquest weiter. Ja? Und zwar müssen wir. Ach Mensch, jetzt habe ich keine Aufgaben offen. Das ist jetzt schon so gut wie alles vorbei. Nee, Quatsch, noch lange nicht. Wir müssen ja zur Zitadelle zurück. Aber das machen wir erst im nächsten Part.